Einen wunderschönen kalten Nachmittag hier am Lendplatz. In die letzten Stunden dieser Wahlbewegung, so auch wir hier in Graz. Und ich darf euch alle recht herzlich begrüßen. Wir werden dann später ein wenig ausschwärmen in die Innenstadt und gemeinsam noch viele Gespräche führen und, wie ich hoffe, den einen oder die andere überzeugen. Meine Lieben, es ist mir gefällt es heute sehr gut, dass wir trotz dieser widrigen Witterungsbedingungen hier am Lendplatz zusammenkommen. Warum? Manche wissen das schon, der Lendplatz ist so etwas wie mein natürliches Habitat. Weil da drüben, Alfredsgasse, Ecke Volksgartenstraße, bin ich aufgewachsen. Meine Oma hat am Lendke gewohnt. In der Neuparkgasse bin ich Volksschule gegangen und im Kepler-Gymnasium bin ich dann Gymnasium gegangen. Also eigentlich immer der Lendplatz im Mittelpunkt. Da drüben war so ein Milchstandl. Da habe ich Milch und Brot einkauft, manchmal für daheim, manchmal für die Oma. Dann hat es da vorhin einen Zeitungsstandl gegeben, da habe ich meine ersten Autozeitschriften gekauft. Und gelegentlich auch noch die Südost-Tagespost. Sogar die letzte Ausgabe, 1987. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, das hat schon einen gewissen Sinn, dass wir heute am Lendplatz starten, unsere Tour durch die Innenstadt. Und meine Lieben, es ist am Sonntag jetzt tatsächlich diese Landtagswahl. Und diese Landtagswahl wird eine Richtungsentscheidung sein. Eine Richtungsentscheidung, ob wir unseren steirischen Weg der Zusammenarbeit, des Vertrauens und der Verlässlichkeit weitergehen oder ob es Experimente unter anderer Führung gibt. Und meine Lieben, ich würde gemeinsam mit euch gerne den steirischen Weg der Zusammenarbeit weitergehen. Und ich habe jetzt 6 Fernseh-, also nicht alles Fernsehen, aber ich habe jetzt 6 Spitzenkandidatendiskussionen gehabt. Das war eine ganz besondere Erfahrung, denn spätestens ab der zweiten Diskussion kannst du mehr oder weniger bei jedem Mitbewerber und jeder Mitbewerberin jeden Satz mitreden. Und die letzte dieser Diskussionen war jetzt am Mittwoch. Und am Mittwoch war das zu Mittag bei der Kronenzeitung und dann sind wir über die Herrengasse zurück Richtung Büro spaziert. Und es war ein sonniger Tag, ein schöner Tag. Und da haben wir in der Herrengasse da und dort mit jemandem geplaudert. Das eine oder andere Selfie ist entstanden. Und dann kommt ein junger Mann zu mir. Ich kann nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob der wahlberechtigt war. Also ein sehr junger Mann. Ein Sturmpullover hat er angehabt. Naja, der Rudi Roth und die sehen das anders. Aber ansonsten, ja, kommt der zu mir und sagt, sind Sie der Herr Drechsler? Sage ich, ja, ich bin der Herr Drechsler. Das hat er erstens einmal ein Selfie machen wollen, bitte. Und dann hat er gesagt, Sie, Herr Drechsler, ich habe eine Frage. Was heißt steirisch wählen? Da denke ich mir, da schau her, ein sehr kluger, politisch interessierter junger Mann. Und dann habe ich ihm gesagt, was heißt steirisch wählen? Und meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, steirisch wählen heißt, dass wir uns bewusst sein, bei dieser Landtagswahl am Sonntag geht es darum, die Zukunft für die Steiermark zu gestalten, die Weichen zu stellen für eine neue Landesregierung, die Weichen zu stellen, wer der nächste Landeshauptmann sein wird, die Weichen dafür zu stellen, wie wir die nächsten 5 Jahre in der Steiermark in Angriff nehmen. Und es geht nicht darum, dem Bundespräsidenten was auszurichten, dem Bundeskanzler was auszurichten oder einer zerstrittenen Bundespolitik was auszurichten. Und das, meine Lieben, bitte ich euch auch in den nächsten Stunden und Tagen noch möglichst vielen Leuten zu sagen. Es geht um die Steiermark. Das meinen wir mit steirisch wählen. Mit steirisch wählen meinen wir, die Sisi hat sogar eine eigene Steiermark-Fahne mitgebracht, das ist wirklich erfreulich, ein Sonderapplaus.
Das meinen wir mit steirisch wählen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe ein wunderbares Team. Sie sind heute alle Waben angezogen. Und weil wir jetzt dann stundenlang durch die Stadt marschieren werden. Ein super Team. Und was uns gemeinsam auszeichnet, wir haben schon gezeigt, dass wir regieren können. Wir haben, glaube ich, 2,5 Jahre jetzt hingelegt, die mit zu den produktivsten Jahren der steirischen Landesregierung insgesamt gehören, bei aller Bescheidenheit. Die Barbara als Wirtschafts- und Wissenschaftslandesrätin, bei ihr sind diese Dinge in besonderer, sicherer Hand. Sie hat den Wissenschaftsstandort im Blick und sie hat in schwierigen Zeiten den Wirtschaftsstandort im Blick. Und natürlich sind das schwierige Zeiten, denn der eisige Wind, der steirischen Wirtschaft und Industrie entgegenbläst, ist mindestens so eisig wie der uns heute da entgegenbläst. Und da ist es wichtig, dass man für den Wirtschaftsstandort Steiermark arbeitet, dass man gemeinsam Initiativen setzt, die Wettbewerbsfähigkeit unseres Bundeslandes besser zu machen. Da geht es um die Infrastruktur und ich sage es ein weiteres Mal, es geht um eine Radikalkur beim Bürokratieabbau, meine Lieben. Und natürlich ist ein gutes Team, zeichnet sich dadurch aus, dass man einander immer noch was einflüstert. Einen Tourismusrekord konnte die Barbara heute verkünden. Also beim Tourismus sind wir exzellent aufgestellt, so wie ihr ganzes Ressort. Werner Amon, im Übrigen auch da in der Gegend aufgewachsen. Ne? Werner Amon, den habe ich vor 2,5 Jahren in die Regierung geholt, als ich zum Landeshauptmann gewählt worden bin. Da haben manche ein Schnauferl gezogen und waren sich nicht sicher, ob das so eine super Entscheidung ist. Es war eine ganz bewusste Entscheidung für Professionalität und Erfahrung. Und es hat er gezeigt in den letzten 2,5 Jahren. Wir haben im Bereich Kinderbildung und Kinderbetreuung die Qualität verbessert. Kleinere Kindergartengruppen. In Kärnten machen sie gerade das genaue Gegenteil. Bessere Bezahlung für das Kindergartenpersonal. Und allen Unkenrufen der politischen Mitbewerber zum Trotz, wir sind in einer großartigen Aufholjagd, auch was die Quantität betrifft. Fast jede Woche eröffnen wir wo einen Kindergarten, eine Kinderkrippe, einen Zubau zu einem Kindergarten, einen Zubau zu einer Kinderkrippe. Jede Woche wird das Angebot in der Steiermark besser. Und das, meine Lieben, ist die Wahrheit. Weil wenn man die Tagesmütter dazu zählt, sind wir beileibe nicht Schlusslicht bei der Kinderbetreuung in diesem Land. Und dass der Werner, der ja auf einem der kürzesten Wege von der jungen ÖVP zum Elder Statesman ist, ja, uns auch exzellent im Ausland vertritt, sei nur einmal bei der Gelegenheit hinzugefügt, weil das sind Dinge, die manchmal vergessen werden. Und vor mehr als einem Jahr, knapp mehr als einem Jahr, sind Simone Schmidbauer und Dr. Karl-Heinz Kornhäusl in die Landesregierung gekommen. Und ich möchte sagen, die haben es auch gesagt in dem Jahr, dass sie es drauf haben. Die Simone ist eine der coolsten Landwirtschaftsreferentinnen, die Republik aufzubieten hat. Und sie ist dort in große Fußstapfen getreten. Aber sie hat das exzellent zustande gebracht. Ich werde nie vergessen, dass das jahrelange Thema dieser sogenannten Wolfsverordnung binnen weniger Wochen geklärt war, weil sie die ist, die mit dem Wolf tanzt. Und wieder mit großem Kompliment an die Kolleginnen und Kollegen vom ORF. Ich bin der, der mit dem Wolf tanzt. Also, das macht die Simone exzellent, aber das ist nur der eine Teil. Der zweite Teil ist, dass sie im Wohnbauressort so viel zustande gebracht hat. Ich sage euch, diese große steirische Wohnraumoffensive, da kommen sie aus allen Bundesländern anschauen, was wir gemacht haben. Weil wir einerseits erstmals seit langem jungen Menschen wieder die Perspektive gegeben haben, sich Eigentum schaffen zu können. Mit den neuen Landesdarlehen. Um 0,25% Zinsen
bis maximal 1,5. Das ist wirklich eine starke Ansage und ein gutes Angebot. Aber wir haben auch die Mieterinnen und Mieter nicht vergessen, weil wir auch denen ermöglichen, thermische Sanierungen. Wir haben einen Geschosswohnbau-Turbo gezündet. Müsst ihr mal bemerken, welche großartige Begrifflichkeiten wir auch bei solchen Konzepten immer erfinden. Ja? Also der Geschosswohnbau-Turbo. Wirklich eine tolle Geschichte und die Simone macht das in so exzellenter Manier, dass ich einfach nur sage, mögen Sie in Brüssel weinen, in der Steiermark sind wir glücklich. Und wir haben unseren Landesrat Dr. Karl-Heinz Kornhäusl, der das ganz schwierige Gesundheitsressort übernommen hat. Und der in diesem Jahr im Gesundheitsressort so vieles weitergebracht hat. Wir sind bei den Gesundheitszentren, andere mögen das Primärversorgungseinheiten nennen, wir sind bei den Gesundheitszentren die Nummer 1 in Österreich. 19 mittlerweile. 19. Wir investieren so viel in die Spitalsinfrastruktur wie noch nie. Und wir haben ein Gehaltspaket geschnürt für unsere steirischen Spitalsangestellten, für die Ärztinnen und Ärzte, für die Pflegekräfte, dass sie endlich sehen, ihre Arbeit wird wertgeschätzt. Wir brauchen sie, wir brauchen euch und deswegen haben wir dort für ordentliche Bezahlung gesorgt und endlich kommen wieder mehr Beschäftigte in die steirischen Spitäler. Ein herzlicher Glückwunsch. Und ich weiß, da ist nicht alles in Ordnung in diesem ganzen Gesundheitsbereich. Die Wartezeiten. Aber wer, wann nicht der Charlie, soll das Problem in den Griff bekommen? Bei den Staroperationen hat er schon angefangen. Und wir werden es zusammenbringen, dass wir die Wartezeiten auf geplante Operationen verkürzen in diesem Land. Weil das ist nicht zumutbar, den Patientinnen und Patienten. Aber wir werden auch von den Partnern im Gesundheitssystem, etwa dieser österreichischen Gesundheitskasse, auch Leistungen einfordern. Weil die Wartezeiten bei den Fachärzten im niedergelassenen Bereich sind mindestens so ärgerlich wie jene bei uns in den Spitälern. Der Charlie wird das in den Griff kriegen als Gesundheitslandesrat. Also war im Übrigen auch Sportlandesrat. Und zumal ich einen... bitte? Ja, ein Sportlandesrat, ja. Und da möchte ich schon eins sagen. Wir bringen wirklich in dieser Regierung, in der vertrauensvollen Zusammenarbeit, immer wieder Dinge zusammen, wo man glaubt, das wird irgendwie nicht gelingen. Und wenn wir gestern, und das darf ich vor allem unserem Europaabgeordneten Dr. Reinhold Lopatka mit auf den Weg geben, auch zustande gebracht haben, dass der TSV Hartberg auch in Hinkunft Bundesliga-tauglich untergebracht ist. Ja, also sie spielen Bundesliga-tauglich, aber jetzt kriegen sie auch ein Bundesliga-taugliches Stadion. Das ist eigentlich großartig. Ja, meine Lieben, das heißt, wir haben es gezeigt. Dieses Team hat es gezeigt, aber wir haben noch viel vor. Und wir würden sehr gerne die nächsten 5 Jahre gemeinsam die Steiermark weitergestalten. Weil wir in dem Land sicherstellen wollen, dass Sicherheit und Leistung zählen. Sicherheit ist die Basis jeden Miteinanders. Und deswegen ist es für uns eines der wichtigsten Themen. Leistung muss sich lohnen. Ganz einfach gesagt, wer mehr leistet, soll sich auch mehr leisten können. Das ist die kürzeste Formel. Und deswegen werden wir beim Bund einfordern, dass Überstunden steuerfrei werden, dass es Anreize für Vollzeitarbeit gibt und dass jene, die länger arbeiten wollen, dass denen keine Prügel in den Weg geschmissen werden, sondern dass sie Anreize bekommen. Ja, meine Lieben, und in diesem Sinne werden wir es angehen für diese nächsten 5 Jahre. Und deswegen müssen wir die nächsten 50 Stunden, bis das letzte Wahllokal in diesem Land geschlossen hat, müssen wir in diesen 50 Stunden noch einmal
ordentlich Gas geben, müssen schauen, dass wir Gespräche führen, dass wir überzeugen. Weil ich habe es jetzt da und dort bei Veranstaltungen erzählt, mir begegnen so viele Leute auf der Straße, jetzt beim Obergehen schon wieder, die sagen, wissen Sie was, Herr Landeshauptmann, Herr Drechsler, lieber Christopher, ich halte die Daumen. Ist super, Daumen halten. Nur Daumen halten allein ist zu wenig. Daumen halten ist gut, predigen ist besser, meine Lieben. Und das müssen wir in den nächsten Stunden noch gemeinsam machen. Und wisst, wir müssen die Leute darauf hinweisen, dass das eine Richtungsentscheidung ist. Dass es um die Steiermark geht und nicht um sonst irgendetwas. Und dass es darum geht, wer die Mehrheit bei dieser Landtagswahl erringen wird. Und deswegen, meine Lieben, habe ich schon vor Wochen gesagt, all jene, die keine blaue Mehrheit in diesem Land wollen, all jene, die keine blaue Mehrheit in diesem Land wollen, lade ich diesmal ein, uns und mir ihre Stimme zu geben oder auch bloß zu leihen. Und ich verspreche Ihnen allen, ich werde sorgsam damit umgehen. Weil in einer Zeit, wo so viel Unsicherheit und Unordnung herrscht, schauen wir nach Amerika, wer weiß, was diese Präsidentschaft Trump für Europa und damit auch für die Steiermark bringen wird. Wo in unserem wichtigsten Nachbarland, in Deutschland, die Regierung implodiert. Wo man in Wien nicht weiß, was rauskommt. Da würde ich mir wünschen, dass wir am Sonntag, zumindest in der Steiermark, ein klares Zeichen für Verlässlichkeit und Stabilität setzen, meine Lieben. Und ich würde mit euch gemeinsam gerne diese Verlässlichkeit und Stabilität in den nächsten 5 Jahren sicherstellen. Mit diesem wunderbaren Team, mit einer Landtagsmannschaft, mit wunderbaren Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Gehen wir das an. Wie heißt es auf unseren Plakaten so schön? Anpacken. Auf gut steirisch. Jetzt gehen wir es an. Ja, noch einen großen Applaus für unser tolles Regierungsteam mit Landeshauptmann Christopher. Soweit die ÖVP mit ihrem Wahlkampfabschluss, aber sie sagen, bis zur letzten Minute, bis zur letzten Sekunde am Sonntag wird dann noch weitergekämpft. Am Sonntag ist ja die Landtagswahl in der Steiermark. Aber die Abschlusskundgebungen gehen heute auch noch munter weiter. Um 15 Uhr erwartet sie dann die SPÖ mit Anton Lang am Freiheitsplatz. Wir werden natürlich auch hier mit dabei sein und zeitgleich werden auch die Grünen ihren Wahlkampf beenden mit der Spitzenkandidatin Sarah Krautschädel am Hauptplatz in Graz. Am Sonntag ist es also soweit, dann wird im grünen Herzen Österreichs gewählt und unser Kollege Mike Vogel wird dann natürlich auch am Sonntag für uns live berichten und erzählt für uns jetzt schon einen Countdown runter. Der Burg, dem Sitz der steiermärkischen Landesregierung, denn in wenigen Tagen am Sonntag ist hier Landtagswahl. Und hier werden dann auch die ersten Ergebnisse präsentiert. Aber wer kandidiert eigentlich hier in der Steiermark? Die ÖVP schickt ihren derzeitigen Landeschef Christopher Drechsler ins Rennen. Drechsler, der ist ja seit 2022 Landeshauptmann und er hat damals Hermann Schützenhöfer abgelöst und er setzt auf Kontinuität und wirtschaftsfreundliche Politik, kombiniert mit Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen.